Du sagst also, man hat die Bevölkerung oder die Völker oder wie auch immer. Und du sagtest gerade, Staaten kommen und gehen und hast das jetzt auch in die Reihe von Monarchen zum Beispiel eingeordnet. Das heißt, du würdest eher sagen, man hat eben die Bevölkerung und die Völker und dann setzen sich da immer verschiedene Regierungsformen drauf und eigentlich ist das immer quasi eine Herrschaftsform und jetzt wird es quasi eine andere Organisationsform geben im Privatrecht. Verstehe ich das richtig? Genau, also man muss vielleicht, das ist jetzt für Leute, die völlig neu sind im Thema, jeder Staat ist eine Form von Herrschaft. Jeder Staat. Weil es bedeutet, eine bestimmte Gruppe von Menschen sagt einer anderen Gruppe von Menschen, wie sie sich zu verhalten hat, indem sie Gesetze schafft. Und das ist nicht, auch die Demokratie ändert daran nichts gegenüber einer Monarchie, sondern es bedeutet nur, dass es wechselt, wer gerade herrscht. Und zum Beispiel, also es ist ja reine Logik, es gibt, was man verstehen muss, es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Es gibt Dinge, die sind, wie sie sind. Aber wenn die Mehrheit immer wechselt, dann kann es ja nicht sein, dass beide Recht haben. Das heißt, einmal sagen die Linken, wie sich die anderen zu verhalten haben, einmal sagen die Rechten. Einer von beiden muss ja schief liegen. Also ist auch die Demokratie an sich ist nur ein Herrschaftsinstrument, die einen herrschen über die anderen. Aber das Gegenmodell ist natürlich, dass niemand über einen anderen herrscht, sondern jeder sich aussuchen kann. Der kann sich auch jemanden unterordnen, aber wenn es das, meine Prognose ist, dass niemand freiwillig dann einen Herrscher wählen wird, weil wenn du, da kommen wir jetzt gleich drauf, wie das in der Praxis aussieht, aber wenn du dir aussuchen kannst, wer dich beschützt, ja, warum solltest du sagen, nee, ich will es mir nicht mehr aussuchen können? Das ist ja völlig idiotisch. Und bei dem Beispiel mit der Aufklärungsquote von 15% bei Wohnungsdiebstahl, ich kann mir in einer Privatrechtsordnung einfach eine Organisation aussuchen, die eine Aufklärungsquote von 70% hat. Das ist ganz einfach. Und heute kann ich das nicht. Ich kann die Politiker auswechseln, aber ich kann niemanden wählen, der eine Aufklärungsquote von 70% liegt. Der steht überhaupt nicht zur Verfügung. Zumal die bürokratischen Strukturen ja unabhängig von den Politikern dann existieren, ne? Und teilweise dann auch Bürokraten, die einfach so eingestellt werden, gar nicht gewählt sind. Und so wird zwar vielleicht der Politiker ausgetauscht, aber die gesamte Rahmenstruktur bleibt bestehen, ne? Genau, und das Merkmal dieser Rahmenstruktur ist, dass er das Monopol hat. Also das Gewaltmonopol, genauer gesagt. Er kann also das, was er denkt oder was die Bürokratie denkt und umsetzt, das ist, kann er mit Gewalt durchsetzen. Und jedes Gesetz ist ein Beweis für die Gewaltherrschaft, weil wozu bräuchte es denn ein Gesetz, wenn wir beide uns auf was einigen? Braucht es ja kein Gesetz. Das heißt, jedes Gesetz greift darin ein und verhindert den Austausch von Energie, kann man auch sagen, ja, stört den Energiefluss in dem System, weil immer ein Dritter wie so eine Schwelle, die versucht hat, die Ströme in andere Richtungen zu lenken. Dabei ist ja alles, solange man sich freiwillig einigt, ist ja alles harmonisch. Also ich sage, mein Begriff dafür wird dann sein, auch in dem Buch ist, Anarchie ist Harmonie. Weil eben solange wir uns auf etwas einigen, sind wir in Harmonie miteinander. Und was auch ein Merkmal der Anarchie ist, der Privatrechtsordnung, ich werde aber auch nicht gezwungen, mit dir einen Deal zu machen. Ja, heutzutage wäre ich jetzt zum Beispiel gezwungen, mich zu versichern bei der Krankenversicherung. Aber ich muss auch, wenn ich dich nicht mag, muss ich auch nichts mit dir machen. Und das stellt die Harmonie her. Aber in einem Staatswesen muss ich mich sozusagen streiten. Der Linke muss sich mit dem Rechten streiten, weil er will ihn überzeugen, dass er die richtige Regierung wählt. Deswegen sieht man auch, dass politische Diskussionen, auch im Moment sogar unter Libertären, extrem emotional geführt werden. Man sagt, ah, du Idiot, warum glaubst du mir nicht? Das ist in einer Privatrechtsordnung unnötig, weil du wählst ja dein Unternehmen aus nach deinen Gesichtspunkten. Und der einzige Konflikt, den es gibt, ist tatsächlich, wenn einer den anderen nach Meinung des einen beraubt und dann geht man eben, kommen wir gleich drauf, zu einem neutralen Schlichter. Aber in der Demokratie hast du ja ständig Streit mit jedem. Jeder, der nicht deiner politischen, also auch wenn du ein Grüner bist, jeder, der nicht deiner politischen Meinung ist, mit dem musst du ja streiten, öffentlich, weil du willst ja alle anderen davon überzeugen, dass sie dann den richtigen wählen.